time of your life. Live, so that in that good time there shall be no ugliness or death for yourself or for any life your life touches. Seek goodness everywhere, and when it is found, bring it out of its hiding place and let it be free and unashamed. Place in matter and in flesh the least of the values, for these are the things that hold death and must pass away. Discover in all things that which shines and is beyond corruption. Encourage virtue in whatever heart it may have been driven into secrecy and sorrow. Despise evil and ungodliness, but not men of ungodliness or evil. Please understand. Ignore the obvious, for it is unworthy of the clear eye and kindly heart. Clear eye and a kindly heart. In the time of your life, live, so that in that wondrous time, you shall not add to the misery and sorrow of the world, but shall smile to the infinite delight and mystery of it. Mystery. Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Nach langer reiflicher, da wie auch immer Überlegung, spielen wir Observer, System Redux. Die überarbeitete Fassung von Observer, das gab es ja schon mal. Ich habe es auch, oh Gott, 2018 mal für eine Stunde angespielt, oder angefuchst, ne? Bin aber damals aus unterschiedlichsten Gründen nicht so richtig damit warm geworden, weil auch damals in Gänsefüßchen sagen wir mal, das Genre bzw. die Art und Weise nicht gespielt habe. In der letzten Zeit, in den letzten Wochen, Monaten, ich glaube im letzten Jahr, haben wir uns aber so langsam am Sonntag immer an solche Spiele herangetastet, Nablüter, ne? Und ich möchte jetzt der System Redux-Variante einfach mal eine Schocks geben und wir spielen das Ganze und schauen uns das Ganze an und spielen das vielleicht auch weiter. Ja, als Hauptdarsteller ist Rutger Hauer, vielleicht, er kommt gleich, der Mann mit Bart. ist den einen oder anderen mitunter bekannt, zum Beispiel aus Blade Runner, ne? Hat einen der Symbionten hieß das, ne? Nicht mit der künstlichen Menschen, wie auch immer. Und auch in vielen anderen Rollen halt ein relativ guter Charakterschauspieler, leider eben halt 2019, kurz nach dem Spiel hier verstorben. Ja. Mann mit Bart. Na, Abend. Wie gesagt, wir schauen uns das ganze Spiel an. Ich habe bei solchen Spielen gucke ich immer vorher nach. Ich kannte ja schon ein bisschen den visuellen Stil. Ich glaube, ich muss den Ton auch noch ein bisschen regeln. Ich habe ein paar Sachen optimiert, also denke ich mal, dass ich sie optimiert habe. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, weil das Wichtigste ist, die Leute, die hier schon länger da sind, ich hasse Filmkorn. Also Grain nennt sich das Ganze einen künstlerischen Effekt im Bild, das lauter leichtes Krisseln darstellt, wie halt so ein analoger Film, ne? Und T-Shirt da. ist die Hexermedaille, Geralds. Und genau, und ich hasse Korn. Korn hat außerdem technisch für die Aufnahme einfach unnötig sinnlose Probleme, dadurch, dass alles krisselt auf dem. Also sieht künstlerisch gut aus, aber aufnahmetechnisch absolutes No-Go. Und dementsprechend hoffe ich, dass es abgeschaltet ist. Und wir starten ein neues Spiel. Und ich bin mir sicher, dass wir das machen. Und ich wünsche sehr viel Spaß. Das fängt fast an wie Blade Runner, das Jahr 2084. Leider wird es nicht übersetzt, glaube ich. The year 2084. If they told me what the world would become, I would not have believed them. Ich habe sie erwartet. First, there was the nanophage, the disease of transition. A digital plague that swept across the land, killing thousands upon thousands of augmented souls.
a heavy cost for meddling with our minds and bodies. Then came the war, the big one, the great decimation. The West killed the East killed the West. There were no winners. Except for Kyra. The corporation seized power and forged the Fifth Polish Republic, a crooked empire of blood and ash. There was no one left to oppose them. But still, they endured, and so it goes. The rich get richer as the poor rot away in their hovels, desperately looking for ways to escape reality. I am what they fear, a corporate tool of oppression. A despised leech that creeps into your dreams and feeds of your fears. If you don't remember, if you won't remember, that's when they call me. To access you, to gather evidence, to dredge up whatever's hiding in the darkest corners of your mind. My name is Daniel Lozalski. I'm an observer. Wollen wir mal gucken. Drücke linke Maustaste oder Leertaste zum Fortfahren. Wir sind in Krakau. Lozalski, you there? Come in, Lozalski. Okay. Wir sind im Spiel. Ich glaube, da muss ich drücken. Yeah, I'm here. You okay there? I've been hailing you for the past 5 minutes. I'm fine. I must have dozed off. No rest for the wicked. How's the dream eater treating you? Well, I'm not a vegetable yet. Could have fooled me. Hardy har. I'm serious, Dan. Your signal's all over the place. Frühlingsduft. Have you taken your meds? Noch nicht. Not in a while. Do it now. I need you in good shape. Okay, warte mal. Ich muss... Ein bisschen können wir den Ton, glaube ich, noch umdrehen. Wobei, ist schon oben. Meister ist volle Pulle. Geräusche, weiß ich nicht. Geräusche und Musik. Sind Geräusche auch... Ich mach das mal die Geräusche hoch. Scheint. So, warte mal, drücke mittlere Maustaste zur Überprüfung des Status und Verwendung von Synchrozine. Okay. Das ist Synchrozine. Yes. There you go. Looking better already. Yeah. Wouldn't want me to mess up. Can you see the headlines? Another leech goes berserk. Don't be like that. It's just... Yeah, yeah. Können wir da... Ey, wir können sie rein. Guck mal hier. Wunderbaum. Frühling. Ist der bloß... Das ist aber registered, ne? Ist das ein Trademark, also ein registered, nicht Trademark, ein registered Ding aus deutscher Produktion bzw. aus deutscher Erfindung? Ich brauche kein Bier. Hier, komm. What's this about? Just checking in or you need me downtown? Nah, just a checkup. No one left for you to interrogate. Sounds pretty bad. Yep, not pretty. The explosion leveled half a block. The place is still on fire. Corporate goons all over the place, securing the area. Covering your tracks, you mean? Careful what you say. This is a monitor channel. Who is this? How'd you get this frequency? Don't you recognize me? Adam? Yes. Well, what's left of me? Dad. What happened? Where have you been all this time?
away from you. It's funny. I thought it would be easier to hear your voice after all these years. But it really isn't. Come on, Adam, don't start. I really thought I could pull it off, you know? I was so close to making a difference, to setting us all free. And now it's... can't be for nothing. Doesn't matter. Tell me where you are. I'll come and get you. Shit. Dad. For once in your life, just listen to me. Whatever happens, I need you to remember. You're not in control. Adam. Can you hear me? You still there? Adam. God damn it. Few minutes. Matriarch, display caller ID. Displaying now. Leon Grabinski. That's new. Matriarch, locate source of last call. Matriarch. Coordinates. Come on. Location established. Tenement building. Class C district. Jesus. Adam, the stacks. You just had to hit bottom, huh? Okay. Rock fucking butter. Cyberpunk hat schon was. Steampunk genauso, ja. Vorstellen, komplett irgendwo Körperteile ersetzt zu bekommen. Egal, ob man dann höher, schneller, weiter oder so könnte. Da ist ja nichts mehr da. Guten Abend, Herr Schaden. Ah, viel besser. Wobei, oder? Es geht. Ja, von wegen, das geht. Alter. Boah, dieses Geflimmer. Aufnahmemäßig ist das die absolute Katastrophe. Das wären riesige Dateien. Tag war heute sehr entspannt. Harte Arbeit und Geduld mehr ist nicht nötig, um den bürgerlichen Status zu verbessern. Ja, wer kennt das nicht, ne? Hey. Steht, glaube ich, im Weg. Dieser typische alte Staubsauger, den kenne ich noch aus DDR-Zeiten. Achtung. Oh. Warte mal. Nachricht noch. Kleinen Moment. Ah, jetzt nicht. Zeit ist wieder rum für das Gast-WLAN. Oh, jetzt aber nicht. Es dauert ein Weilchen. So. Okay. Need to get out. Easy there, Tin Man. I'm not looking for trouble. Oh. Das ist gut. Tenant? Huh? Ja? Sort of. Name? Grabinski. Grabinski. Leon Grabinski.
Tenant. Mit Knöpfe zugetackert da, die Haut. Apartment 7. Ground floor. Through the courtyard. Turn right, turn left. Straight ahead, turn right. Yeah, I got it. Backwards and forwards. Thanks. Door open. Okay, ich muss mal nochmal da ran. Das sieht cool aus. Ich habe das gar nicht so gut in Erinnerung. Oder es liegt... Okay. Oder es liegt an der Redux-Variante. Aber das ist das, was ich vorhin meinte. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass hier alles an mir irgendwo rumgeschnippelt wird. Guck mal, der ist zusammengetackert. Weiß ich nicht warum. Das ist total schlimm. Total schlimm. Okay. Zimmer Nummer 7, ne? Im Ground Floor da unten. Wir sind jetzt hier. Sind wo auch immer rangekommen und müssen da hinten hin. Kommen wir hier durch? Bist du der richtige Weg? Nee. Halte linke Maus und drücke gegen die Tür. Okay. Okay. Attention, citizens. Curfew is now in effect in all Class C districts. Remain in your apartments and enjoy your chosen holographic content. Thank you for your cooperation. Vor allem mit diesen überlagerten Sachen, da erkennt man ja gar nichts. Es sieht schon krass aus, ja. Aber damit übertünchst du natürlich komplett die natürlich beschissene Wand. Das sieht schon... Die ist aber auch zusammengesetzt. Guck mal, hier siehst du die Naht am Kopf. So, wir sind jetzt hier. Wir müssen in Zimmer Nummer 7. Wenn wir jetzt hier stehen, dann sind wir jetzt... genau, zum Rücken. Genau. Zimmer Nummer 7 ist, glaube ich, da hinten, ne? 8. 7. Da ist keine Klingel dran. Okay. Oh, da sind aber ganz schöne Nachladungen, klar. BIOS zu sehen, kurzzeitig. Ein Standard-BIOS. Floppy C... Ja, okay, Standard-BIOS. Cool. Okay, nicht so cool. Adam? Oh my God. Zasky, ID 656210. Can anyone hear me? Great. Fucking great. Okay, then. Maybe it's not him. Doesn't have to be.
Operational efficiency restored. Betriebseffizienz. This is Lazarski 656210, setting up a crime scene. Drücke E zum Aktivieren der elektromagnetischen Sicht. I need to check the victim's compass for connections. Was ist das? 6 million volts wasn't enough. Halte rechte Maustaste zum Analysieren des Kompass des Opfers. Ach, das ist das Ding da, oder was? Victim is equipped with an ID mixer. Identification not possible. Damn it. Kann man noch was anderes machen? Ah. HN. Gotta start somewhere. So, damit können wir bloß scannen. Da müssen wir noch hin. So, was ist Q-Biosicht? Erratic cutting pattern. Indicating the killer was in a frenzy. Okay, jetzt zerschlissen. So. Futsch, futsch. Noch irgendwas anderes hier? ID check. Failed. Time of death. Ach, guck mal. Hier sind die unterschiedlichen Bereiche. The head was removed post-mortem. It's possible the killer took it. Motive unclear. Keine Übereinstimmung, Typ, also Blut konnte nicht erfasst werden. Also Typ, keine Übereinstimmung. Das heißt, es ist irgendein Blut, upsala, was nicht festgestellt werden konnte. So, wie kann ich hier wieder aus dem Modus raus? So, das konnte ich mir nur so angucken. Naja, kann ich die Dinger mir angucken? Nein, nicht so. Aber ich kann mich jetzt hier bewegen. Warte, was war das hier? Hier war irgendwas. Ach so. Kann ich auch die Sicht wieder abschalten? Also, ah, okay, so geht auch. Ignored. Mhm. Wieso ist das ignored? Was ist hier? Nichts. ...1984, sehr schön. Was ist da oben? Ich komme da nicht hoch. Ah, da. Printed on real paper. It's archaic for you, Adam. Tja, wenn das mal war. Aber man bekommt das Highlight nur, wenn man direkt in der Nähe steht, ne? So, hier ist doch irgendwas. Ich glaube, dazu müssen wir das jetzt hier zumachen. Mach zu. Mach zu, zieht. Das ist aber eine sehr alte Platine. Sehr, sehr alte Platine. 8 USB, Audio und Mikrofon. Netzwerkanschlüsse. Was? Marta MX650. Mehr ist hier aber nicht drin. So, wir können wahrscheinlich noch die andere Seite. Ich mach die mal zu. Komm, komm, mach zu. Mach zu. Ah, hier so. So geht's auch. Und dann das da. Komm her. Das ist sehr anstrengend. Haben wir auf alle Fälle einen Rechner. Okay, da ist nichts weiter. Festplatten, CDs. Ich hoffe, da sind keine Pornos drauf. Ne, nichts von Interesse. Aber so, also Laptops gibt's noch. 2083. So, hier haben wir männlich 70 Kilo. Blutgruppe, Fehler 6141.
So, ich schau mal noch, ob wir hier noch irgendwas übersehen haben. Nee. Da ist der Butte Chip. Okay. Und hier haben wir, glaube ich, alles gesehen, was wir sehen wollen. Dann gucken wir uns mal hier um. Oh, warte mal. Was ist das hier? Da sind wir reingekommen. Das Klo. Aber guck mal, wie riesig das Klo ist, ja. Achso, ich duck mich immer noch die ganze Zeit. Guck mal, da ist er. Schön. Da war was gerade eben. Synchrosine, 500 Milligramm, leistungsstarke Augmentationsstabilisierer, strikte Dosierungskontrolle empfohlen. Kann man die mitnehmen? Synchrosine collected. Ja, können wir, okay. Aber zum Glück ist jetzt hier das ganze AR, nee, wie heißt es? Doch, dieses Augmented Reality hier vorne weg, ne? Ich finde es stellenweise richtig schlimm, wenn das die ganze Zeit drüber hängt. Aber ich sehe gerade, das Korn ist immer noch da. Ihr werdet das echt nicht sehen. Oh, das flimmert echt, das ist ganz schlimm. Hier sieht man es besonders. Oh, warum kann man das nicht abschalten? Ich habe es doch extra abgeschalten. So. Das, was ignoriert, okay. Da ist nichts drin, zumindest nichts augenscheinlich. Was ist das? Controlled Substance 45F, better known as Feed. You'd never touch this one. Okay, also irgendwelche Drogen. Würde unser Sohn niemals machen. Frage ist, wo ist unser Sohn? Also was ist mit ihm? Ich krieg's nicht auf. Es ist eine sehr gemütliche Bude, das stimmt. Aber wenn ich die ganze Zeit mit diesem Blick rumrennen müsste, ich würde irre werden. Hier steht nichts weiter drauf, außer irgendwelche Zeichnungen. Okay. Oh, ich hab's zugeschubst. Oh, das ist schlimm. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich das beim letzten Mal nicht weitergespielt habe. So, was muss ich jetzt hier machen? Ich guck mal hier auf meinen Optionen. Habe eine kopflose Leiche in der Wohnung gefunden. Vielleicht ist er es nicht. Er kann es nicht sein. Ich sollte die Wohnung durchsuchen. Vielleicht finde ich Hinweise. Verlasse die Wohnung. Identifiziere den Anrufer. Das sind die Aufgaben. Ich muss die Frau finden, die versucht hat, das Opfer zu kontaktieren. Sie könnte noch im Gebäude sein. Ihre Kompass-ID ist HN. Die Abriegelung hat das Hilfssicherheitssystem der Wohnung ausgelöst. Meine forensische Sicht könnte mir dabei helfen, es zu deaktivieren. Ach so, ich komme auch aus der Wohnung nicht raus, wie es scheint. Ist das die forensische Sicht? Ja, ne? Oh, warte mal, hier, guck mal. Nee, so. What the fuck do we have here? Claw marks. 20 bis 40 mm, okay. Da war gerade eine Kerze zu sehen. These panels busted. The signal must have come from somewhere else. Das ist manchmal ein bisschen kompliziert hier zu sehen, was das System eigentlich hier will. Da oben? Von dort wahrscheinlich. Sicherheitskonsole, illegale Modifizierung, entdeckt nicht registrierter Sicherheitscode. Können wir da ran? Guess I triggered the security system. Must be a way to deactivate it. Dazu müsste ich wahrscheinlich nur die Kabelführung folgen, die hier lang geht, an das System, dort lang läuft, dann hier rüber geht und sich dann zweiteilt. Einmal hier oben in den Kasten hinein, wo ich nicht rankomme derzeitig. Das ist für die Lampen, okay. Und das andere ist hier drüben und... So. Ja, aber welchen Code muss ich eintragen?
Was sagt mein System? Verlasse die Wohnung. Ist, glaube ich, nichts dazugekommen, ne? Nein. Upsala. Mit Tab kann ich sie komischerweise aufmachen, aber ich kann sie nicht wieder schließen mit Tab. So, wir brauchen einen Code. Der Code muss ja irgendwo stehen. Hast du einen Code? Fehler 6141 wahrscheinlich, wegen der Blutgruppe. Möglich. Hier ist kein Code. Ne. Kommt hier irgendwas? Hier stehen zwar kurz Zahlen, aber ich glaube, die haben damit nichts zu tun. Das ist leer. Hier ist auch nicht. 6141 könnte das der Code sein. Vertippt. Nee, könnte er nicht sein. Oh, warte mal, da ist noch was. Holographischer Rahmen. April. 15. April 2068. Nee, 13. April. 13.04.04.13.2068. Amerikanisches System? Auch nicht. Okay. Adam, so this is your apartment. Doesn't mean it's your body. Okay, also hat er hier gewohnt, wie es scheint halt. Aber das Datum ist es nicht, ne? Warte mal, was steht da? EM-Sicht. Okay. Bio-Sicht. Da ist auch nichts weiter. Und drehen. Und wir können... Nee, wir können nicht mehr zeigen. 13. April wäre 13.04. 04.68 vielleicht. Hm. Haben wir noch irgendwo was übersehen? Kommen wir nicht ran. Oh. Ausweis. Adam Lazarski. Chiron. Kartengültigkeit abgelaufen. Chiron Incorporated. High level clearance. Looks genuine, but it's expired. Okay, Kartennummer 0044. Kartennummer 0044. Kartennummer 0044. Oh, was war denn da gerade? Warte mal. Nichts. Kartennummer 0044. Couldn't be that easy. Ja, das wäre zu einfach gewesen, aber schön, dass er darauf reagiert. 0044, das haben wir alles gescannt. Haben wir noch irgendwas anderes nicht gescannt? Oh, den Befleck haben wir noch nicht gescannt hier. Homo sapiens, forensische Daten konnten nicht extrahiert werden. Das ist irgendein Problem mit der Extraktion. Hier ist nichts weiter. Ich meine, das System hilft schon eine Menge, bestimmte Stellen zu finden. Was ist da? Nichts. Hier war auch nichts. Ne. Dahinter ist noch was. Ich mach mal hier auf nochmal. Ich mach mal hier nochmal auf. Komm. So, und... Da, komm.
Ach, ich Idiot, bin vorhin die ganze Zeit gekrabbelt. Ich habe mich schon gewundert, warum ich da nicht rankomme. Was ist denn da? Jetzt stehe ich hier und singe und dann komme ich auch noch ran. Prozessor. Okay, sieht mal aus wie ein Intel-Prozessor an. Achso, hier kann man auch scannen. Collateral damage or evidence disposal? Ein Cloud Station Server. Das ist gut, oder? Warte mal, was ist das? Da war doch gerade irgendwas. Ach, das wird das System sein. 1984. Das ist ein guter Hinweis, Flo. 1984. Wir gucken mal. There we go. Sehr gut. System. Oh. Was ist das? Es ist hell. Und dreht sich. Holographische Bibliothek. A glitch in the system, a brief history of the Nanophage. Das ist die Krankheit. PC, Spezialanfertigung, nicht lizenzierte Software entdeckt. Oh oh. Innenstadt Inferno, tragischer Unfall. Oder aufrührerischer Angriff. Notdienste sind noch vor Ort, nachdem eine massive Explosion einen Krater in den bis dahin ruhigen Geschäftsbezirk im Innern Krakaus gerissen hat. Man geht davon aus, dass die Explosion von einem Forschungs- und Entwicklungszentrum von Chiron oder Chiron Incorporated ausgegangen ist. Eine gemeinsame Suche von KPD und Mitarbeitern des Unternehmens ist im Gange, aber die Rettungsteams haben bislang noch keine Überlebenden in den Trümmern gefunden. Die genaue Zahl der Opfer ist noch unklar, aber laut unseren Quellen wurde kein hochrangiger Vertreter von Chiron in diesem tragischen Ereignis verletzt. Zum Glück. Bisherigen Berichten zufolge ist Explosion auf eine Reaktorfehlfunktion zurückzuführen. Eine anonyme Führungskraft hat jedoch Zweifel an dieser Version geäußert. Wir untersuchen derzeit alle Möglichkeiten, aber es sieht sehr nach einem terroristischen Anschlag aus. Es ist genau die Art grausame, feige Taktik, die die antirepublikanischen Rebellen so gut zu nutzen wissen. Wir werden in Kürze eine offizielle Erklärung dazu abgeben. Wenn die Rebellen tatsächlich hinter dieser grausamen Attacke stecken, bleiben ihre Ziele ein Rätsel. Das Zentrum führte zivile Forschung durch und konzentrierte sich hauptsächlich auf die Entwicklung neuer und verbesserter neuraler Verbindungen und anderer Verbraucherprodukte. Falls jemand involviert war, scheint ihr einziges Ziel die Zerstörung, das Einschüchtern der zivilen Bevölkerung gewesen zu sein. Bei der Bitte um einen Kommentar gab Polizeiinspektor Robert Picula eine schnelle und ernste Antwort. Die Führungskräfte von Chiron haben uns ihre volle Unterstützung bei der Erklärung der Lage zugesichert. Dann zog er sich in seinen Streifenwagen zurück, deutlich über die Ereignisse des Tages bestürzt. Wir halten Sie über weitere Einzelheiten über das Geschehen auf dem Laufenden. Sie wissen es. Hör mal, ich weiß, du bist jetzt ein beschäftigter Mann, aber wir müssen reden, jetzt. Ich glaube, sie sind mir auf den Fersen. Wirklich, dieses Mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir gestern jemand nach Hause gefolgt ist. Und heute habe ich diesen komischen Typen vor dem Haus stehen sehen. Wenn du meine Sicherheit nicht garantieren kannst, bin ich raus. Ich habe so schon genügend Probleme. HN. Ist sie gewesen auf dem Anrufbeantworter. Was unseren kleinen Kurier angeht, keine Sorge. Mit ihr komme ich klar. Sie ist nicht wie wir. Sie weiß, sie steckt zu tief drin. Das macht ihr Angst. Du kannst von einem Kleinhirn nicht zu viel erwarten. Jetzt konzentriere dich erstmal auf deine Arbeit und überlasse das Personalwesen mir. Beruhig dich erstmal und konzentriere dich auf den Preis. Jay. PS, toll, dass dir das Teil gefällt. Ich denke, es erfasst das Wesen dessen, was wir zu erreichen versuchen. Korrupte Daten, alles korrupte Daten. Programm Heimsicherheit. I've deactivated the apartment security system, leaving the crime scene. Ist da noch irgendwas anderes? Ja. Synchrosine refilled. Synchrosine collected. Okay, super. So, was sagt unsere Aufgabe? Verlasse haben wir, glaube ich, ne? Ne, es sind allgemein.
Ich sollte die Wohnung durchsuchen. Haben wir ja gemacht. Glaube ich zumindest. Oder gibt es noch irgendwas zu entdecken? Ich glaube nicht, dass es noch irgendwas zu entdecken gibt. Doesn't feel right. You're still alive. I know it. Attention tenants. This is a sanctioned lockdown procedure. There is no need for concern. Remain in your apartments and await further instruction. Attention tenants. This is a sanctioned lockdown procedure. There is no need for concern. Remain in your apartments and await further instruction. Oh, das ist so laut. Holocom-Konsole, okay, aber die hilft uns nicht her. Wir sind abgeriegelt. Boah, ist das laut. Ist das eine Fledermaus? War wohl schwierig. Damien Repoman. Zukowski. Nehmen wir mit. Bestimmt ein Beweis. Hier noch irgendwas? Nee. Halt, da blinkte doch gerade was. Wahrscheinlich bloß ein Dreckeffekt. Ignored, okay. Ein Dreckeffekt. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Das ist eine Taube, das ist kein... Eine Frage die Nachbarn. Ja, das wäre eine gute Idee. Ups. Die direkten Nachbarn befragen. Hier ist zum Beispiel direkter Nachbar. Guten Tag. What? What do you want? Got a minute, sir. KPD. Oh God, they're here! The cleaners are here! Okay. Ist zu. Und das verriegelt jetzt, richtig? Nee, da kommen wir durch. Okay, wir müssen die Nachbarn befragen. Was ist das hier hinten? Gehst du auf? Nein. Ah, hier sind ein paar Schränke zum Nachgucken. So, ich habe die Karte nicht mehr im Kopf. Ist das wirklich eine Taube? Sieht echt aus wie eine Fledermaus, wenn die fliegt. Nächste Taube. Hui. Unterschiedliche Klingelsysteme. KPD, I need to talk to you. Get away from me, man. I got a piece on me, and I ain't afraid to use it. No, you don't. Now calm down. I'm just looking for some answers. Oh, I know how you get your answers. I got nothing to tell you. Ich glaube, die haben alle ein bisschen Angst, kann das sein? Ich dachte, die Polizei dein Freund und Helfer und so. Ja, probieren wir es mal hier. KPD, I need to ask you some questions. Do you know what's going on? My holo projection got cut off. I can't get a signal. The building is under lockdown. No external connection. Not much we can do. Shit. Sounds serious. So, you wanted to ask me something? Na, gehen wir gleich bei die Vollen. Do you know who lives in apartment 7? 7? I didn't even know anyone lived there. Hey, you wouldn't happen to know when they're gonna fix the connection. Not that it's like super important to me or anything. I just need to know. Ja, ja, ist Psychiatrie. Psychiatrie. Könnte weiter dauern. Ich bin sicher, es ist bald wieder repariert. Genau. You just take it easy. I'm sure someone is already working on. Oh, good. It's just that it feels weird to just sit here alone with my thoughts. You know, can you talk to me some more?
makes it kind of easier. Schon krass, wenn die einzige soziale Kommunikation und sonstiges dann irgendeine Verbindung in deinem Hirn ist, ne? Vorherige Abriegelung. You've been living here long? Oh, well, I, it must have been at least 7 or 8 years. Mm-hmm. Ever had a lockdown before? I don't think so. I don't remember my projector going off. Ever. Well, what do you want to talk about? Yeah, you know. Gorski the Giant was fighting Killer Kromer today. You an AMA fan? Not really. Sounds like you are. Of course I don't know who won since my projector went out. Why are my hands shaking? Sucht. Sucht ist das. Sorry, I don't have time for this. Oh, okay. I understand. It's no problem. I'll just sit here, alone. God, I'm really starting to sweat like a pig. Hang in there. Ihr könnt doch einfach die Tür aufmachen und die könnten anderweitig soziale Kommunikation hier betreiben. Hey, you ne? Ja? Come here, quick. Ja. What is it? What's up with the lockdown? Is it the phage? Was there an outbreak? Keine Ahnung. Too early to tell. I'm looking into it right now. Looking into it? Are you out of your mind? We might all be infected. You don't know that. Best thing we can do is stay calm and... And let them come and slaughter us? I won't let them take me. I won't. Die sind alle irgendwie ein bisschen überreizt, kann das sein? Noch ein Klo. Komme ich hier raus? Nee, ist abgeriegelt. Das ist nicht gut. Komm, Leute. Gib mir ein bisschen, womit ich arbeiten kann. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Oh, damit kann ich arbeiten. Hm, guck mal da, lecker. Keine Ahnung, was es ist. Ich wäre bei vielen von den Dingen hier überreizt. Ich meine, die Datenkabel sind schon, ist schon ein bisschen pornös, ja, aber abgeschlossen. Hallo? Hey, PD, I need to talk to you. You broke it! No, you broke it! Nuh-uh! Will you get these kids to shut up? I'm fucking talking here! Yeah, what's this about? Do you know the tenant in apartment 7? I thought I told you to shut up. Ist der Vater des Jahres. Nah, can't say that I know the guy. Okay, so it's a guy. Yeah, well, seen him once or twice. I might have a vague recollection. Could you give me a vague description? Maybe. What's it to you? Nicht Polizei. My son might have been staying in that apartment. I'm trying to find him. Well, why don't you tell me what he looks like? I'll let you know if it rings a bell. Okay, Lieutenant. Lost touch. It's been a while. Huh. Sign of the times, I guess. See, I'm a family man myself. You shut up! No, you shut up! No, you! I swear, if you don't shut up this instant... Yeah, I can tell. So, can you describe him or what? Young, probably in his 20s. Medium height, medium built. He wasn't very memorable. Have you seen anything suspicious around the building? Any strangers skulking around? Nah, I don't pay much attention to the other tenants. Bunch of losers. A lot of them. You are so dumb. Not as dumb as you are. Nuh-uh, you're way dumber. Shut the fuck up! Not upstanding citizens like you. You bet your ass.
Good thing we'll be getting out of this dump soon. Is that right? Yep, I've been working my way up. I even filed for a status upgrade. Once that goes through, we'll be moving to a B-class district in no time. Yeah? Good luck with that. Das ist schlimm hier. Absolut.